Herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung Visite. Schön, dass Sie wieder Zeit gefunden haben an diesem Abend. Natürlich sind wir alle bewegt von den großen, schweren Ereignissen, die sich im Moment auf dieser Welt bewegen. Und dennoch ist es schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, um jetzt sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen und für sich etwas zu tun, für sich etwas zu erfahren und damit natürlich vielleicht eigene Wege besser zu verstehen und auch in die Hände zu nehmen. Ich danke Ute sehr herzlich. Sie hat mir geschrieben und schreibt, dass sie mit sehr großem Interesse immer wieder sich die Videos anschaut, hier bei QS24 TV und besonders auch mit meinem lieben Kollegen Dietrich Klinghardt. Das ist ein unglaublich schönes Miteinander, wenn Menschen auch miteinander arbeiten, die sich natürlich verstehen. Und das sind schon große Synergien, die da zusammentreffen. Sie schreibt, es fällt mir seit einigen Jahren auf, dass sehr viele Menschen, und sie beschreibt fast jeder Dritte immer wieder an Ödemen leidet. Sie spricht auch selbst oder Bauchwasser. Das sind zwei gleiche Dinge, aber natürlich unterschiedlich lokalisiert. Und dass sie alle dann natürlich Wassertabletten erhalten, Torasemid oder Furosemid, was natürlich auch für jeden Menschen entsprechend belastend sein kann, weil es natürlich ständig die Entwässerung forciert, während man das Haus in dem Moment auch schwer verlassen kann. Die Frage, die Sie mir stellen, Ute, ist, warum treten diese Dinge eigentlich so gehäuft auf? Und werden sie vielleicht auch durch andere Medikamente oder Umwelteinflüsse hervorgerufen? Für viele Menschen ist sicher Alkohol ein Problem der Auslöser oder natürlich auch eine Leberzirrhose. Aber ich selbst trinke keinen Alkohol. Ich leide an einer Herzschwäche, hatte aber bisher eigentlich keine weiteren Probleme. Aber erst seit ungefähr 6 bis 8 Monaten leide ich immer wieder an diesen extremen Wassereinlagerungen an den Beinen, sodass ich jetzt in die Kleinen keine Schuhe mehr reinpasse und damit natürlich auch das Haus nicht verlassen kann. Auf diese Frage, liebe Ute, möchte ich sehr gerne antworten, denn Sie haben recht, das ist ein wirklich großes Problem. Und wir sind exzellent geworden im Rahmen unserer medikamentösen symptomatischen Behandlung. Damit will ich überhaupt nicht ausschließen, dass wir als Ärzte auch den Gebrauch von auch Injektionen von Entwässerungsmitteln, Diuretika, Furosemid zum Beispiel, Lasix, nutzen in der IV-Gabe. Wenn zum Beispiel ein Patient mit einem Versagen des Herzens, eine Rechtsherzinsuffizienz zum Beispiel, es zum deutlichen Lungenödem kommt, in dem Moment, wo das Herz nicht ausreichend pumpt, staut sich das Wasser zurück zur Lunge. Denn von da kommt das sauerstoffreiche Blut, um dann über das Herz weiter den Weg in den gesamten Körper zu finden. Und dann spritzen wir hochdosiert diese Diuretika, damit wir ganz schnell auch den Druck und dieses übermäßige Volumen in der Lunge natürlich senken. Es war schon eine große Kritik vor 25 Jahren, dass man bestimmten Blutdruckmitteln gleichzeitig in die Rezeptur ein Hydrochlorozid, also eine Komponente mit dazugegeben hat, die die Niere aktiviert zur Entwässerung. Das ist bei einer Herzinsuffizienz und das Herz braucht natürlich ein gewisses schlagkräftiges Volumen und bei einer Herzinsuffizienz hat das Herz diese nicht mehr, dann kann ich natürlich therapeutisch es so verstehen, dass ich die Niere aktiviere, um mehr Volumen an Flüssigkeit ständig herauszulassen, damit das Herz nicht diese schwere Arbeit leisten muss. Für meine Begriffe ist das sehr kurzsichtig gedacht, weil ja das gesamte Zirkulationssystem meines Kreislaufs auf eine gewisse Volumenmenge auch angewiesen ist.
Wir wissen heute, dass natürlich das Herz selbst im Rahmen einer Insuffizienz entlastet werden kann. Auch das ist heute kardiologisches Basiswissen. Aber was wir lange nicht mehr tun oder was wir überhaupt nicht tun, ist dafür Sorge zu tragen, dass sich das Schlagvolumen des Herzens erhöht und dass wir den Mitochondrienstoffwechsel des Herzens anschauen und dass wir für eine Herzleistungskraftverbesserung sorgen. Denn dann erübrigt sich natürlich die Ständegabe von Diuretika. Dass wir eine Verbesserung der Mikrozirkulation haben. Ich weiß nicht, ob Sie sich das vorstellen können. Wir haben im Rahmen dieser Visitesendung, aber auch im Rahmen von QS24 TV sehr, sehr interessante Sendungen gemacht zur Dunkelfeldmikroskopie. Und Sie können allein anhand der Dunkelfeldmikroskopie erkennen, wie ist denn die Mikrozirkulation dieses Körpers. Wenn ich von den roten Blutkörperchen eine zu geringe Membranspannung habe, das sind minus 70 Millivolt Ampere, dann gibt es keine Dynamik, dann gibt es keine Abstoßung, dann gibt es eher eine Stagnation in der Zirkulation und diese aufeinanderlaufende Stagnation, wir sagen Geldrollen oder manchmal sind es wie Darmrollen, weil es dem System an rechtsdrehender Milchsäure fehlt, die die Milchsäurebakterien des Darmes produzieren, dann kommt es natürlich im Rahmen der Mikrozirkulation. Der Querschnitt der Gefäße vom Herzen über die große Aorta wird immer, immer kleiner. Am Ende sind es nur noch Kapillaren. Und die kleinen Kapillaren, die haben nur noch den Querschnitt für ein rotes Blutkörperchen. Das ist aber der Sauerstoffträger. Da muss der Sauerstoff durch, damit er die Zelle des Herzens, damit er die Zelle der Niere, damit er die Zelle der Leber, damit er die Zelle des Gehirns erreichen kann. Und das Leben ist ziemlich gnadenlos, weil es kann den Verlust nicht lange kompensieren. Wochenlang nicht zu essen, kein Problem. 3 Tage nicht zu trinken, nicht viel mehr, aber 3 Tage geht, kein Problem. Aber 3 Minuten dann nicht mehr zu atmen, diesen Sauerstoffverlust heißt irreversible Hirnschäden. Da muss man sich jetzt kümmern und man kann nicht auf einer obersten Stufe, indem man die Niere 24 Stunden aktiviert, vielleicht sogar die Durchblutung eher verschlechtern, weil ja, wenn Wasser fehlt dem System, kommt noch mehr Stagnation in Form der Mikrozirkulationsstörungen hier zutage, in Form der Diuretika kann sich die Zusammensetzung der Gallenflüssigkeit verändern, sodass auch hier der Gallenfluss sich verändert, verringert wird. Damit können Obstipationsprobleme entstehen. Was ich damit sagen möchte, die Botschaft ist, dass ich wissen muss, wie ist meine Mikrozirkulation. Und ein System, das ständig Diurese erfährt, weil es natürlich Spannung aufbaut. Wenn der Rückfluss durch eine schwache Herzaktivität, das sind am Tag 2300 Liter, die müssen immer wieder zurückgeführt werden. Und die Pumpeigenschaft des Herzens ist nicht mehr so stark, der Leberstoffwechsel ist nicht mehr so stark, dann gibt es einen Rückstau immer nur in eine Richtung. Und wenn Sie auf das Schienbein mal den Flötengriff ansetzen und drücken und sehen, dass das eingedrückte Gewebe eine Zeit braucht, bis es sich wieder strafft, dann ist das Hinweis auf diese Stauung. Und in dem Moment, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, sind das ganz entscheidende Dinge, die man natürlich fern jeglicher Diuretika bedenken muss. Denn Diuretika scheiden nicht nur Wasser auf, das ist Kalium, das ist Magnesium, das ist Calcium, das ist Natrium. Jeder Mensch, der ein Diuretikum nur annähernd im Moment vorübergehend benötigt, benötigt hochdosiert Mineralien. Und es ist mir wirklich leid und mühevoll, immer wieder zu sehen, Menschen nehmen diese Diuretika und
Es ist eine völlige Imbalance im Mineralienstoffwechsel. Natürlich kann ich das auch durch sehr viel hochwertige Basiskost, Frischpflanzenkost, Wildkräuterkost ausgleichen, aber oft ist es nicht genug. Oft braucht es eine gewisse Substitution und wer Diuretika nimmt, muss einmal oder alle 2-3 Monate wissen, wie ist mein Mineralienstatus. Das System übersäuert. Die Stagnation der Erythrozyten ist absolute Folge, wenn Mineralien fehlen, weil der Körper kann ohne Mineralien Säure nicht ausscheiden. Essigsäure, Magensäure, Kohlensäure, Harnsäure. Dessen muss man sich bewusst sein. Deshalb ist die Gabe von Diuretika eine oft lebensrettende Maßnahme. Aber eine Langzeitproblematik wird nicht geklärt mit Diuretika, weil wenn ausbleibt, dass Dinge auch in einer Stabilisierung eines schwachen Stoffwechsels, zum Beispiel bei der Herzinsuffizienz, nicht kommen, werde ich nichts erreichen. Werde ich immer nur durch Entlastung mehr das gesamte Stoffwechsel und Mineralien, sage ich mal, die Mineralienbalance aus dem Gleichgewicht nehmen. Wenn Sie Mineralien messen, dann extrazellulär bitte Calcium, Natrium, Chlorid. Aber intrazellulär, das heißt im Vollblut, muss die Messung erfolgen für Magnesium und Kalium. Das ist ganz wichtig. Es wird sehr oft im Plasma gemessen, aber da ist Kalium nur zu 30%. Sie müssen wissen, wie viel Kalium ist intrazellulär. Das wiederum macht allein schon wieder Stauung und Ödeme, die man natürlich dadurch, die kann man nicht ausgleichen, wenn man nur Diuretika nimmt. Man muss für das Gleichgewicht sorgen. Das andere, was ich Ihnen gerne in dieser Stelle sagen wollte, kein Kombinationspräparat. Und wenn eine Entlastung wichtig wäre, dann kann man das sehr, sehr gut auch durch natürliche Diuretika machen, durch Solidago, durch Goldrutentee, durch Birkenblättertee, durch Brennnessel. Jetzt ist die schöne, frische Brennnessel da draußen, gerade die kleinen Blätter, wenn Sie die überbrühen, die haben so eine wirklich angenehme, schöne, lieblichen auch Geschmack, wenn Sie sie natürlich nachher trocknen und dann mit dem trockenen Brennnessel sich überbrühen, den Tee, das schmeckt schon etwas herber. Ich würde Sie bitten, dann ein bisschen Ingwer ranzumachen, frischen Ingwer oder auch Pfefferminzblätter zu überbrühen. Aber das schafft Diurese, das schafft Entwässerung, das schafft eine Blutreinigung. Die Brennnessel ist ein wunderbares da draußen, für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen anstrengend, sie zu pflücken. Dann ziehen sich Handschuhe an, wenn sie sich schnell greifen und die kleinen Haare umknicken, haben sie auch nicht mehr so einen hohen Gehalt an Histamin und dieses Brennen lässt nach. Aber darum geht's jetzt nicht. Es geht um diese wunderbare Auswirkung dieses Pflanzenextraktes auf die Diurese. Und das kann man forcieren, das kann man tun, das kann man gerne auch machen, auch im Rahmen einer normalen Entgiftung. Aber in Ihrem Falle könnte man dann einfach beobachten, wie verhält sich das Gesamte. Also das Herz gilt zu stabilisieren, damit diese Diurese nicht so stark notwendig ist. Das können Sie tun mit Q10. Es gibt hochwertige Q10-Präparate, das ist das Q10 von Enzmann zum Beispiel, das Ubichinon oder das Sanomit. Bitte gehen Sie da ruhig mit 200 bis 300 Milligramm anfangs rein und lassen im Vollblut auch mal den Q10-Spiegel messen. Der muss entsprechend einer Vorbelastung als Normalverbraucher, als vielleicht Leistungssportler, als Tumorpatient, als Herzpatient, der muss eine unterschiedliche, hochwertige Wert haben. Das heißt, das Labor Ganzimmun zum Beispiel kann das sehr gut Ihnen auch aufschlüsseln. Wo finden Sie sich wo wieder? Ich möchte da jetzt bewusst keine Angaben machen, weil das sind einfach Laborwerte, die sehr individuell mit dem entsprechenden Patienten abgeklärt werden müssen. Fakt ist eins, jedes Q10-Präparat wird ganz schnell mal hergestellt, hat aber keine große klinische Relevanz, weil in der Herstellung vom Q10 gibt es so viel
Reinigungsverfahren. Es wird meistens aus Rinderherz hergestellt und das macht schon die ganze Sache sehr intensiv und ein hochwertiges Kuzinpräparat ist etwas kostenintensiver, aber es soll ja hier auch einen therapeutischen Wert bitte haben. Das andere ist, bitte denken Sie an Carnitin. Lassen Sie auch Parameter messen des Mitochondrialstoffwechsels. Ein ganzheitlich denkender Arzt schaut auf einen Mitochondrienstoffwechsel und weiß, was brauchen die Mitochondrien für die eigene Herstellung von genug Energie, ATP-Phosphat. Das Herz hat 4000 Mitochondrien pro Zelle. Jede andere Zelle hat 1500 bis 2000. Wenn Sie Sport machen, können Sie auch auf mehr Mitochondralleistung in den Muskeln zurückgreifen. Aber das sind alles Dinge, die Ihnen helfen werden, morgen einen besseren Fluss und eine geringere Notwendigkeit von Diuretika zu erhalten. Das andere ist natürlich die gute Mutterleber. Die Leber ist die erste, die natürlich aufnimmt, die das Blut im Rahmen seiner vielfältigsten Aufgaben, wir sprechen heute von 500 bis 700 Aufgaben, die die Leber für unseren Stoffwechsel hat. Und wenn es hier natürlich eine passagiere funktionelle Schwäche gibt, ich will das so allgemein einfach nur sagen, dann müssen 2300 Liter irgendwo nach unten sich zurückstauen. Das ist für ein schweres, ein sehr, sehr schweres Leber, nicht Versagen, aber eine sehr starke Leberschwäche, natürlich dann schon sehr kurzfristig in den Bauch. Dann gibt es die sogenannte Aszites, der Bauch wird dick. Das ist also das Plasma, was sich ausdrückt durch den permanenten Druck, der von der Leber kommt. Aber das ist latent, wenn die Leber eigentlich nur eine eingeschränkte funktionelle Leistung hat. Oder wenn natürlich ein Druck im kleinen Becken sich aufbaut, ich denke mal nur an die Schwangerschaft, da waren das ja ganz selbstverständliche Dinge. Ich weiß noch, dass ich bei unserer Tochter 17 Kilo mehr hatte. Ich habe gedacht, oh mein Gott, hier alles war schwer. Jeden Tag ein Kilo kubanische Apfelsinen musste mein Mann mir ranbringen, weil das war so eine Sucht. Und das hat sich nachher wieder alles korrigiert. Aber das war das Volumen, was irgendwo keinen Fluss hatte durch die Schwangerschaft. Das ist alles vorübergehend. Man weiß, dieser Prozess regeneriert sich. Aber hat natürlich auch was dann mit Ödemen zu tun und mit einer funktionellen Verbesserung der Leberleistung, die natürlich dafür Sorge tragen kann, dass diese Ödeme nicht mehr so stark sind. Weil es ist nicht nur das ganze Blutgefäßsystem, es ist auch das Venensystem, es ist auch das Lymphsystem. Und das Lymphsystem ist ja in das gesamte Entgiftungssystem integriert. Das Lymphsystem hat genauso wie das Blutkreislaufsystem einen in sich geschlossenen Kreislauf. Und die Lymphe an sich, das Lymphwasser, das mit einer ganz leichten Pulsation die Venen, und die Venen sind ja die sauerstoffarmen, aber stoffwechselbelasteten Gefäße, die das Blut zur Leber und dann zum Herzen wieder zurückbringen. Das Herz pumpt es in die Lunge, dort bekommt es den Sauerstoff und jetzt geht's wieder auf den neuen Weg sauerstoffreich groß. Dieses venöse Blut muss entgiftet, entlastet werden von der Stoffwechselschlacke. Und je nachdem, wie belastet natürlich dieses Lymphsystem ist, gibt es natürlich auch Stauungsprobleme im Rahmen der Lymphentlastung. Das ist manchmal gar nicht so einfach, aber es sind zum großen Teil hier lymphatische Ödeme. Und in der Medizin wird heute viel zu wenig allein diese Lymphproblematik beachtet. Also den Lymphfluss wieder zirkulatorisch in Gang bringen. Da gibt es in Deutschland das Präparat Lymphomyosot von Hehl, in der Schweiz heißt es Myosotis Compositum. Das heißt, wenn ich dann so auf einen Krug Wasser mir 60 Tropfen mache und dann über den Tag trinke, gehe ich in die Regulationsverbesserung des Lymphflusses.
ausreichend trinken sowieso. Herzpatienten werden oft gehalten, nicht so viel trinken, Diuretika, es kommt dann in ein Ungleichgewicht, das ist auch nicht gut. Ich brauche die Menge Wasser, um wirklich ausreichend Flüssigkeit zu haben, mindestens 2 bis 2,5 Liter. Lymphmassage kann vorübergehend natürlich auch sehr wertvoll sein und das möge ich überhaupt nicht vergessen, die Bewegung. Wer sich nicht bewegt, der muss einfach auch damit rechnen, dass es eine gewisse Stagnation gibt. Das ist in Ihrem Falle, Ute, Sie haben geschrieben, dass Sie kaum noch in die Schuhe kommen. Nehmen Sie diesen Fakt jetzt zum Anlass. Es gibt also Schuhe, die haben Klettverschlüsse. Es gibt Schuhe, die Ihnen da auch einen gewissen Raum geben für die Spannung und keineswegs einschränken, keineswegs schwer umwickeln, sondern mit Trockenbürsten zum Beispiel auch den Rückfluss gut unterstützen. Aus diesem Weg, aus dieser Stagnation kommt man raus. Und das möchte ich nicht so für gegeben halten, dass dieser Zustand für Sie ein endgültiger sein muss und kann. Aber er braucht Hilfe, er braucht Unterstützung. Und vielleicht konnte ich Ihnen durch diese Dinge hier einige wertvolle Informationen auch den anderen Menschen dann natürlich geben. In diesem Sinne nochmals danke für Ihre Anfragen an visite@qs24.tv. Ich wünsche Ihnen allen von Herzen eine wunderschöne Woche und freue mich sehr auf diese nächste Begegnung und Ihre Fragen, für die ich mich dann vorbereiten darf und mit Ihnen in den Austausch zu gelangen. Vielen herzlichen Dank und bis bald.